Sponsored by GamesPlanet.com. Da sind wir wieder im Watch Dogs Let's Play. Und die letzte Aufnahme hat ganz unglücklich geendet. Da war ich hier gerade mitten im Hack und ich befürchte, wir müssen jetzt alles von neu hacken. Toll. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich diese letzten 5 Minuten auch noch schnell gemacht. Aber ja, kann man ja nicht riechen. Aber wir wissen ja jetzt, wie das hier ungefähr war, glaube ich. Oder auch nicht. Oder ja doch. Ja, müssen wir das eben nochmal neu machen, aber da ja, komm. Das kriegen wir hin. Genau, hier muss jemand schnell sein, aber. Ja. Perfekt. Genau. Jetzt sind wir wieder hier unten hier. Genau, das Video hatten wir schon gesehen. Das auch. Hier gab es nämlich ein paar lustige Videos. Die gucken uns natürlich alle an. Das ist ja interessant und lustig. Oh, der hat die neuen Google Virtual Glasses auf. Ah, der hat so einen kleinen Helikopter. Die sind nicht schlecht, die sind richtig geil. Wenn man sie denn ordentlich fliegen kann. Ich habe so das Gefühl, dass der damit wieder irgendwie rumspannen wird oder so. Da, Susanne, das geht ja schon in die richtige Richtung. Ja, natürlich, in der Dusche, ne? Die Marion. 29. Alter Schwede. Sowas gibt aber dann auch nur in den Großstädten hier. Wenn du auf dem Land lebst, dann, keine Ahnung. Dann siehst du da irgendwie die Rentnerin von nebenan. Okay, jetzt hacken wir das da hinten. Na bitte. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Ja, wir sind gut. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse, ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Das kennen wir doch schon. Wieso habe ich so viel Lärm gemacht? Die haben gar nicht mitbekommen, dass ich da bin. Also, ja. Kann ich hier durch? Ne, das macht, glaube ich, zu viel Lärm. Wir müssen hier irgendwie verschwinden, aber nicht unbedingt daher. Okay, der kriegt noch immer nichts mit. Irgendwo da muss einer sein, laut der Map, aber ich sehe den nicht. Hallo. Hallo. Ah, nein. Ah, doch. Da kann man runter. Ja, dann gehen wir wieder raus, ohne dass der was mitkriegt. Wir müssen ja hier nicht jeden ausschalten. Genau, Waffe weg. Waffe weg. Genau. Ich weiß es nicht. Der Rächer aus den Nachrichten. Gleich hier bei mir. Ich bin der Rächer aus den Nachrichten? Hä? Ach so. Bin ich anscheinend. So, jetzt hier raus aus dem Kreis. Perfekt. Backstage Pass abgeschlossen. So wie es aussieht. Wurde vom College geschmissen. Den hacken wir. Oder die. Jawohl, Geld. Und wir haben schon wieder Skillpunkte freigeschaltet. Unser Handy war am Vibrieren, aber jetzt setzen wir erstmal die Skillpunkte. Alter, guck mal. Was ist das denn hier? Erfahrung, Ruf? Ach so, ich Beschützer bin ich. Die Bürger werden sie seltener Polizei melden und sie erscheinen seltener in Nachrichtensendungen. Ach so, je nachdem, was für einen Ruf ich habe, dann alles klar, verstanden. Okay, mein Geld. Ich habe noch 2 Bankkonten ungenutzt. Da kann ich mir noch ein bisschen Geld holen. CTOS-Kontrolltürme, ein. Ja, noch vorhin schon mal ein. Eigentlich müssten es 2 sein. Ja. Kampf, was ist das denn? Schneller Wechsel, beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Naja, das ist eigentlich, ich habe nur eine Waffe. Ja gut, ich habe 2 Waffen, aber. Fahren. Schalte automatisch den Fahrzeugalarm ab und öffne die Türen. Das ist natürlich gut. Da müssen wir nicht immer die Scheibe kaputt kloppen. Das nehmen wir direkt und ich glaube, ja komm hier, dann können wir jetzt auch schon die Brücken machen. Die Brücken, die haben wir jetzt auch gelernt. Und ja, geh mal ins Handy da. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will.
Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich hab nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Ja, das sind natürlich wir. Der beste Fahrer. Alles klar. Gibt's irgendwo Geldautomaten? Hier vorne, ne? Ist doch hier dieses Kartensymbol. Geh ich mir nämlich noch ein bisschen Knete besorgen. Ah ja, da. Da ist die ATM-Machine. Zack, 620 oder was waren das? Dollar. Vielen Dank. Was? Eine dreiste Bankenschlägerei? Was ist das hier nochmal für ein Symbol? Ich hab's schon wieder vergessen. Dabei getötet. Von den Beamten wurde niemand ernsthaft verletzt. Hallo, was kann man denn hier kaufen? Penny. Ach so, elektronische Sachen. Nö, die brauche ich nicht. Weil, sind Sie wirklich sicher? Ja, genau, wir sind sicher. Wir kommen ja eigentlich ganz gut zurecht mit unseren ganzen Knarren und Rumschießen und jetzt gucke ich mir mal die ganzen Apps an. So ein bisschen. Fähigkeitsbauen ist klar, Statistik okay. Irgendwelche Guides, könnte man vielleicht mal reingucken. Ach so, das braucht man nicht. Bestenliste, nee. Online-Aufträge, nein, wir machen nichts mit Online hier. Fixe Aufträge als G. Ah, es gibt Sehenswürdigkeiten irgendwie. Ach so, es gibt 100 Stück. Und dann gibt es auch irgendwie 43 Abzeichen. Das ist ja nicht schlecht. Eins ist in ein paar Metern und dann noch mehr Meter. Ach so, die sind wohl irgendwie nach Distanz geordnet. Die kann man sich angucken. Das können wir auch noch alles machen, aber ich habe jetzt eigentlich erstmal vor, die Hauptmission weiterzumachen. Fixer Aufträge. Im Bau. Fahrerflucht, Köder. Ich habe keine Ahnung, was das soll, ey. Ein heißer Wagen wurde an einem abgelegenen Ort abgestellt. Holen Sie ihn. Die Cops suchen danach. Gehen Sie ihn aus dem Weg. Wenn Sie los sind, führen wir Sie zum nächsten Abstellplatz. Ach, da gibt es auch noch Goldmedaillen. Und Bronze, wenn man schlecht ist. 2500 Gold. Okay, das machen wir einfach mal. Oder läuft die Zeit jetzt schon oder erst, wenn wir da sind? Ich glaube erst, wenn wir da sind. Ja, das wäre sonst gemein. Hallo, möchtest du... Ah, da ist einer drin. Hier, wir nehmen einfach das Auto. Können das doch jetzt hacken, oder? Ah, geil. Machen wir das mal. Weil ich meine, 2500 Geld, das ist nicht schlecht. Die Kontroverse um Bürgermeister Rushmores Wiederwahl geht weiter. Insider behaupten, dass es seine Entscheidung war, das Infrastrukturprogramm zu installieren, auch bekannt als CTOS-Netzwerk. Es regnet, das sieht aber richtig geil aus jetzt. So eine Nacht im Regen. Auch wenn die FPS ein bisschen darunter leidet. Für sie ist dies ein Beweis für die übereilten Entscheidungen des extravaganten Bürgermeisters. Aber er druckelt nicht, also ich würde nicht sagen, dass er druckelt. An manchen Stellen, da ist das schon ein bisschen am Haken. Ich weiß nicht, da hat man auf einmal so FPS-Einbrüche. Das finde ich schon ziemlich komisch. Das ist dann irgendwie da hier so eine PC-Portierung. Das hat man eben davon. Da hat Ubisoft nicht ordentlich programmiert. Würden böse Zungen jetzt behaupten. Alter, was ist das denn hier für eine Autobahn? Erst vierspurig, dann drei, jetzt zwei, jetzt... Die können sich nicht entscheiden. Ist das, was mich ja interessiert ist, ob das original getreu nachgebaut wurde, zumindest mehr oder weniger, hier Chicago, das wäre mal geil. Und ich glaube, dass da ist eine Sehenswürdigkeit. Hä? Ist das nicht das Stadion, wo wir vorhin schon waren? Ich glaube ja, ne? Ist auf jeden Fall ein Stadion. Ob es das gleiche ist? Ja, ich glaube schon. Die Umgebung sieht hier so, das müsste das gleiche sein. Okay. Dann sind wir jetzt wieder, da ist doch ein Augensymbol. Das war doch auch irgendwas. Ich guck mir das mal eben an. Das Augensymbol. Ich werde für eine Weile die Stadt verlassen.
Ah, potenzieller Tatort. Was? Wieso? Muss einen kaltstellen und dann abhauen. Ach so. Was meinst du mit kaltstellen? Einen Bierkühlschrank stellen? Alter. Der telefoniert mit denen, dabei ist er nur 5 Meter weiter. So ist das heutzutage. Ja, dann machen wir jetzt gleich diese 2500 Dollar Mission. Wir machen jetzt eben dieses Verbrechen in Gange Gedöne. Und das da vorne wird er wohl schon sein. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Ist das potenzielle Opfer. Und das ist wohl der Typ, der den kalt stellen möchte. Nein! Ich... Oh, ich bin nicht da. Schnell! Verzieh dich! Von wegen. Sehr nett von Ihnen. Ja, natürlich. Ich bin ein netter Mensch. Halt die Schnauze hier! So! Verbrechen vereitelt. War das nicht der? So. Ich bin eben zu nett. Beschützer, natürlich. Das gefällt mir. Wenn man schon gegen die Regierung ist, dann sollte man zumindest für die Menschen sein. Die verpetzen einen dann auch nicht unbedingt. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, den man gehen sollte. Man könnte natürlich auch einen so richtig auf Ego machen und sagen, ich bin gegen alles und jeden, aber ne, ein bisschen nett. Hier machen wir alles grün. Natürlich. Ist natürlich, ja. Das sind, so ist es halt eben in Chicago. Da guckst du nur auf die Farbe der Ampel und wenn da andere Autos kommen, dann ist egal, du fährst trotzdem, weil ich hab grün, ich darf fahren. Da fahren dann einfach alle und dann, ja, da passiert eben genau das, was da gerade passiert ist. Ist eigentlich auch lustig. Wie man das andauernd machen kann. Hallo. Sie haben ihn da gelassen? Ganz allein. Hat sich in die Hose gemacht. Sie hat nicht mal ein Telefon. Ich hasse mich dafür. David wollte ihr eins holen, aber ich war dagegen, weil die Dinger so teuer sind. Habt ihr eins besorgt? Es gibt keine, die für sie geeignet wären. Zumindest nicht in ihrem Zustand. Und wenn, dann sind sie scheiß teuer. Da muss es doch irgendwas geben. Ah ja, das war natürlich jetzt sehr aufschlussreich. Das werde ich auf jeden Fall im Kalender markieren. So, und da ist schon unser Fixer-Auftrag. Ich habe ehrlich gesagt bei... Ey! Hör mal, du Fisch! Was machst du denn da? So. Geht's Ihnen gut? Können Sie aufstehen? Leben Sie noch? Verdammt! Ruf mal einer hier, die Bullen, Krankenwagen. Können wir hier irgendwo, können wir anrufen? Können wir die Bullen rufen? Ich habe ein Handy, aber ich glaube, ich kann nicht damit telefonieren. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich krass. Ich habe ein fettes Smartphone, aber das kann ich... Also, ich kann nicht telefonieren mit anderen Leuten. Die können mich nur irgendwie anrufen. Das ist natürlich gut. Okay. Scheißkasten. Bestimmt ein Apple. What? Okay, da ist das Fixer. Mission starten, aber erstmal hier an der Nase jucken, weil... Sonst verkacke ich hier. So, die Frage ist, zählt jetzt nur die Zeit oder auch der Zustand des Wagens? Ich suche einen aufgegebenen Fluchtwagen. Die Cops werden auch danach suchen. Ich sollte Schleichwege und Seitenstraßen benutzen. Ach, scheiße, ey. Fahrzeug beschaffen. Ja, ja. Das machen wir schon. Oh nein, es gewittert, ich hab Angst. Weg da. Oh, das ist aber ein schnittiger Wagen. Besorgen. Und wo muss ich hin? Ach so, nur den Cops entkommen. Und das möglichst schnell. Ja, das dürfte ja kein Problem sein mit so einem geilen Karrenteil. Ja. So viel dazu. Das geile Karrenteil hat eine scheiß Steuerung. Hau doch mal ab da. Ampeln hacken, so. Alle haben grün. Mann, verdammt. Das ist natürlich schlau, die Poller hochzuschrauben, obwohl man da noch nicht durch ist. Alter, ich glaube, Alter. Der Wagen macht's gleich nicht mehr lange und ich glaube, die 2 Minuten sind schon um, ey. Nein, ich... Alter, was haben die denn für Wagen? Guck mal, wie schnell ich hier durchrase und die... Die habt mich gar nicht.
Ui. Sofort! Ui, nein! Mann! Ich will doch nur schnell nach Hause, damit das Essen von McDonald's nicht kalt wird. Wir brauchen hier einen DDoS-Zugang. Alter. Da habe ich die Brücke gehackt, aber auch wieder zu früh, aber ich habe es ja noch rüber geschafft. So. Ich weiß nicht, wie viel Zeit um ist. Habe ich irgendwo eine Zeitanzeige? Nein. 938 Charlie hier. Wir fahren zurück zur Wache. Ach, jetzt muss ich den Wagen auch noch wegbringen. Toll. Ich dachte, das ist schon vorbei, wenn ich die Cops abgeschüttelt habe. Aber nee. Jetzt muss ich da auch noch 600 Meter irgendwo hinfahren. Haut doch mal ab, ey. Ich hab's eilig. Und da schon wieder irgendwas auf 30 oder nee, 50%. Ich weiß nicht, was das soll. Das Auto fällt aber eine Menge aus. Schnell hier raus. Mann! Kacke! Dein Auto ist gleich Schrott. Guck dir das mal an. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ja, nein, nein, hau ab. Bullenauto, schon am Qualm. Fährt mich einmal an, ist am Qualm. Ich bin schon gegen 20 Autos gefahren, ist noch alles okay. Ich glaube, ich habe so einen kleinen Panzer hier. Helikopter! Ja, natürlich. Warum mache ich solche Missionen? Kein freies Schussfeld, verlegen Position. Ja, was ist denn da? Denkst du, ich fahre da drüber? Doofe Bullen. Hey. Alter, jetzt ist das aber am ruckeln. So ein bisschen. Ein was? Ein Hochleistungswagen? Hä? Ich hab den Wagen eigentlich berührt, aber irgendwie auch nicht. So, jetzt aber. Immer noch keine Spur von ihm. Der Penner hat uns abgehängt. Mal sehen, wo er steckt. Ich bin weg. So. Das ist Zeitverschwendung. Er ist weg. Wir drehen um. Jetzt nur schnell zum Ziel. Bevor da wieder die Bullen wissen, wo ich bin. Mann, weg! Hau doch mal ab! Könnt ihr nicht fahren? Führerschein in der Lotterie gewonnen, oder was? Ja, hier. Da freut sich der Postmann morgen, hat er weniger Post zum Austragen. So, ja. Ich nehme noch jeden Wagen mit. Scheißegal. Kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Fahr da durch. Ich bin schon am Qualm. Hä, das ist doch hier, oder nicht? Alter, das ist... Oh. Ich verstehe nicht, wie ich da hinkommen soll. Gleich explodiert das Ding. Mann. Fahr doch, ey. Ey, der gibt so schnell Gas. Ach so, ist eine Parkgarage. Ach so. Guck mal die Tür zu. So. Ja, hier hast du einen Fluchtwagen. Ich weiß nicht, wie weit du damit kommst, aber. Ja. Mission beendet. 4 Minuten. Okay. 4 Minuten 49, so. Bestenliste anzeigen. Fehler, der Launcher ist im Offline-Modus. Ja, komm. Egal, das haben wir geschafft. Wir haben keine Goldmedaille, aber. Pff. Ich bin froh, dass wir es überhaupt geschafft haben. Alter Schwede. So, mach mal Tür zu. Die geht auch ganz schön schnell runter. Fixer-Auftrag. Nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Der eine hat mir jetzt fürs Erste gereicht. Jetzt schnappe ich mir irgendeine Karre. Und dann geht es da weiter mit den Aufträgen. Jetzt sind wir ja im Loop-Netzwerk drin. Und ach ja, wir sollen ja jetzt für den Das ist dieser Jacuzzi-Typ, der Yoli oder ich weiß nicht, wie der heißt, spontan. Für den sollen wir ja so einen Typen da rumfahren. Das machen wir dann jetzt noch. Das hört sich ja erstmal ganz chillig an, die Mission. Und ich versuche jetzt mal nicht ganz so viele Autos anzufahren. Aber ey, das
So viel nicht FPS, so viel PS, wie das Auto gerade hatte, da ist ja. Da drückst du einmal eine Millisekunde drückst du auf W, dann bist du schon irgendwo in Timbuktu gelandet. Am anderen Ende von Chicago bist du dann auf einmal. So, hier müssen wir wohl hin. Alles klar, schlechter Beifahrer. Ich glaube, das wird doch nicht so leicht mit der Mission. Jo, das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Wir haben schon wieder die halbe Episode oder gefühlt die ganze Episode eigentlich im Auto verbracht und mussten wieder vor Bullen fliehen, weil die haben ja auch Helikopter gerufen, allen Scheiß. Und dann geht's jetzt in der nächsten Episode wieder mit der Hauptkampagne weiter, wo wir dafür diesen komischen Yakuza-Yoji-Typen, wie auch immer der heißt, diesen Typen da, ganz viele Typen in diesem Satz, Typen, wo wir diesen Typen auf jeden Fall rumkutschieren müssen. Das wird noch spannend, davon kannst du ausgehen. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.